Alarm und blinkende Lichter können jedoch die Energiekapsel irritieren und wurden daher zu ihrer Sicherheit deaktiviert. Gut, jetzt mit dem nicht stationären Gerüst von Aperture Science zur Kammerschleuse. Beachten Sie, dass ein Scheitern Konsequenzen hat. Kontakt mit dem Kammerboden führt zu dem Vermerk unzureichend auf Ihrem Testbogen, gefolgt von Ihrem Tod. Viel Glück. Okay. Sehr nett. Beachten Sie, dass der Anschein einer Gefahr nur dazu dient, Ihr Testerlebnis zu verstärken. Also, Sie machen mir Angst, dass ich bessere Tests mache. So wie in der Schule, oder? Das Enrichment Center bedauert Ihnen mitzuteilen, dass der nächste Test leider unmöglich ist. Versuchen Sie es erst gar nicht. Das Enrichment Center entschuldigt sich für diese offensichtlich fehlerhafte Testkammer. Fantastisch! Sie waren willensstark und ideenreich, trotz des extrem pessimistischen Einflusses. Okay, gehen wir durch. Also, das war jetzt nur so leicht.
das Hüpfen. Also einfach nur. Als würde jemand so hüpfen. Und da ganz normal WASD geben. Warst? Hallo, wir wieder. Unsere frühere Warnung. Du hast die Beherrschung des Kriegsimpulses. Yeah! Hallo. Ah, we have to spring. Ja, ich weiß. Spektakulär. Sie verstehen anscheinend, wie ein Portal den Vorwärtsimpuls beeinflusst. Oder genauer gesagt, wie nicht. Der Impuls, das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit bleibt zwischen den Portalen gleich. Einfach gesagt, was schnell reingeht, kommt schnell wieder raus. Ja, ich erklär's dir später. Gut. Warte mal, wer ins Pferd reißt. Das Enrichment Center verspricht Ihnen eine allzeit sichere Testumgebung. In gefährlichen Testumgebungen steht Ihnen das Enrichment Center stets mit gutem Rat zur Seite. Zum Beispiel ist der Boden hier tödlich, meinen Sie ihn? Ja. Was mache ich jetzt? Ladedaten. Das Enrichment Center verspricht Ihnen eine allzeit sichere Testumgebung. In gefährlichen Testumgebungen steht Ihnen das Enrichment Center stets mit gutem Rat zur Seite. Zum Beispiel ist der Boden hier tödlich, meiden Sie ihn.
verbundene Portale gleichzeitig erstellen. Als Teil eines freien Testprotokolls können wir Ihnen etwas Amüsantes mitteilen. Das Gerät ist jetzt mehr wert als die Organe und Einkommen aller Bewohner von Subjekt Wohnort hier. Zum Rausschleudern. Mit hinaus in den Raum. Wussten Sie, dass Sie dem Mädchen Selbstwertfonds von Aperture Science eines oder alle Ihre Organe spenden können? Ganz recht. Was bringt mir das? Organe spenden können?
Was ist? Also,